Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Liquimoli-Handball-Bundesligaspiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen den SCDHFK Leipzig. Der Halbzeitstand in dem Spiel war 14:10 für die Löwen, der Endstand 26:23 ebenfalls für die Rhein-Neckar-Löwen. Das Ganze vor 6.182 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena. Wir beginnen mit den Statements mit dem Gästetrainer, mit André Haber, bitte. Ja, hallo von meiner Seite, schönen guten Abend. Herzlichen Glückwunsch an Olli, Martin und die Rhein-Neckar-Löwen zum Sieg. Wir haben heute die ersten 10 Minuten gehörig verschlafen und dort völlig zu Recht so hoch zurückgelegen. Und danach habe ich 50 Minuten Handballspiel gesehen, ein Bundesligaspiel gesehen, in dem keine Mannschaft besser war als die andere. Das hat sich absolut auf Augenhöhe abgespielt. Leider lagen wir da schon mit 6 Toren hinten und mussten uns erstmal berappeln und mussten uns erstmal ein bisschen rankämpfen. Und das haben wir dann auch getan, bis zur Tuchfühlung von 2 Toren, glaube ich. Und dann sind wir über die Stolpersteine, die uns noch im Weg lagen, sind wir gestolpert. Die haben wir teilweise selber dorthin gelegt, indem wir mal einen wichtigen Abpraller nicht geholt haben oder mal einen Pass dort weggegeben haben, sehr leicht, wo wir vielleicht hätten ein einfaches Tor machen können. Das waren so Punkte, die uns dann nochmal auf die Füße gefallen sind, weil wenn du einmal mit 6 Toren hinten liegst bei den Rhein-Neckar-Löwen in der aktuellen Verfassung, dann gehört schon viel dazu oder das Spiel muss dann ab dem Zeitpunkt nahezu perfekt laufen, wenn du hier punkten möchtest. Und trotzdem, glaube ich, hatten wir die Chance dazu, auch nach den schlechten ersten 10 Minuten. Die war dann natürlich total geschmälert, das ist klar. Und wir kommen auch mit genug Demut her, zu wissen, dass es in Mannheim immer schwer ist. Trotzdem haben die letzten 3 Ergebnisse zum Beispiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen gezeigt, wie nah wir da auch immer rankommen können. Das haben wir heute 50 Minuten gemacht, nur leider war nach 10 schon ein sehr komfortabler Vorsprung für die Rhein-Neckar-Löwen rausgespielt, wo wir es dann nicht mehr richtig geschafft haben, sie so unter den absoluten Druck zu setzen, dass vielleicht noch der ein oder andere Ball bei ihnen weggeht und wir dann sogar auf Unentschieden oder auf +1 stellen können. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit sehr anständig gedeckt haben in Verbindung mit Joel im Tor und uns deswegen eine spannende Schlussphase verdient hätten. Gut, also für die Rhein-Neckar-Löwen alles Gute und vielen Dank. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Statement von unserem Cheftrainer, von Martin Schwalb, bitte. Ja, guten Abend und vielen lieben Dank für die Glückwünsche. Es war so, dass wir losgelegt haben wie die Feuerwehr, richtig gut in die Partie reingekommen sind und haben nach 22:05, ich habe gerade eben noch mal extra nachgeguckt, haben wir 14:5 geführt. Das war schon echtes Brett, da haben wir richtig gut gemacht, haben das Tempo bestimmt im Spiel, haben eine sehr stabile Abwehr reingestellt, die dann auch die Ballgewinne umsetzen konnte in Gegenstöße und da haben wir ja relativ einfache Tore gemacht und dann ab da haben wir uns wirklich ein bisschen schwer getan und da muss ich sagen, ich fand sogar, dass in einigen Phasen Leipzig da das besser gemacht hat als wir, sonst wären sie natürlich auch nicht rangekommen. Da haben sie es besser gemacht, da haben wir uns im Angriff sehr schwer getan, auch durch die Abwehrumstellung, haben ein bisschen Probleme auch mit dem Torhüter gehabt. Das war dann, ich würde sogar sagen, die Abwehr war ein bisschen zu defensiv für uns, wir hätten es uns da ein bisschen weiter draußen gewünscht und da haben wir uns nicht mehr so im 1 gegen 1 durchsetzen können, aber das große Plus und das, was wir jetzt heute mitnehmen, ist, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Wir sind in ein paar Stresssituationen gewesen und die haben wir für uns entschieden, auch durch tolle Torhüterleistung, auch dadurch, dass wir das Glück ein bisschen erzwungen haben, auch mal einen Abpraller gekriegt haben, aufmerksam waren. Und ich habe gerade zu den Jungs in der Kabine gesagt, das war ein sehr, sehr schweres Spiel, auch nach einer anstrengenden Woche. Alle haben jetzt auch viel Input gehabt in dieser Woche. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Und als allerletztes noch, ich möchte mich auch bei den Fans bedanken, die uns gerade in dieser schwierigen Phase unterstützt haben, damit der Olli das nicht sagt. Danke. Dankeschön, Martin Schwalb. Dann kommen wir zum Statement vom Geschäftsführer aus Leipzig, Carsten Günther, bitte. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite und natürlich Glückwunsch an Martin, Olli und die Löwen. Ich glaube, zum Sportlichen wurde fast alles gesagt. Ich bin ein bisschen ratlos und verstehe unsere Mannschaft nicht so richtig, weil wir hierher fahren und wissen, wir haben nur eine Chance, wenn wir diejenigen sind, wo es mehr brennt.
Und dass so viel investiert wird in die Vorbereitung, dann verstehe ich nicht, wie man hier nach 20 Minuten 14 Gegentore kriegen kann. Und der Gegner ist im Tempo um Welten besser und überläuft uns hier. Und eigentlich waren wir tot an dem Punkt. Ja, das waren die ersten 20 Minuten. Den restlichen 40 Minuten habe ich dann wieder eine Mannschaft gesehen, die so viel Leidenschaft in die Abwehr bringen kann, die so geilen Handball spielen kann, die super Tempo spielt, die sich von nichts beirren lässt und die einfach weitermacht, wo ich total stolz drauf bin, dass wir hier wieder in Schlagdistanz kommen und mitspielen können und vielleicht auch in dem zweiten und dritten Drittel des Spiels hier die bessere Mannschaft sind. So, und am Ende sind wir wieder zu dusselig. Und selbst eben, wenn wir die Big Points, die Martin angesprochen hat, diese Löwen holen, die wir eben nicht holen. Und dort geht mir die Lernkurve aktuell ein kleines bisschen zu flach, weil wir diese Dinger jetzt schon ein paar Mal erlebt haben und danach wieder nach Hause fahren und sagen, shit, hätten wir. Dort muss einfach noch ein bisschen mehr kommen. Und das ist der Auftrag jetzt für die letzten 9 Saisonspiele, dass wir dann auch hier positiv rausgehen können. Wir müssen uns überhaupt nicht verstecken nach so einem Spiel. Das war 40 Minuten lang richtig gut, aber eben 20 Minuten Kacke und am Ende ein Stück zu dusselig. Und daran müssen wir weiter arbeiten, das werden wir auch machen. Denn am Sonntag kommen zu uns die Eulen Ludwigshafen, der Nachbar von hier. Bei denen geht es ums Überleben. Die haben heute richtig paar auf die Mütze bekommen. Da brennt es und dort müssen wir auf alle Fälle die Mannschaft sein, die von Anfang an mehr Dampf macht. In diesem Sinne vielen Glück noch und gute Restsaison für die Rhein-Neckar Löwen. Allen noch einen schönen Abend. Danke. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Statement von unserem sportlichen Leiter, von Olli Rogges, bitte. Ja, guten Abend auch von meiner Seite, Carsten, André. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich glaube, wir haben heute ein überragendes Spiel gemacht. Die ersten 20 Minuten, wir hatten richtig viel Tempo drin, standen in der Abwehr so aggressiv, wie wir uns das vorstellen. Dann halten unsere Torhüter auch dementsprechend die Bälle. Palle hat das hervorragend gemacht. Schade ist dann, dass wir den Schalter nicht so ganz umlegen können. Carsten hat es gerade angesprochen, Leipzig war da, wo wir sie haben wollten und dann sind vielleicht 1-2 Tore und man kann so ein Spiel dann eben auch komplett bestimmen. Und wir laden dann Leipzig wieder ein, da müssen wir besser werden, da müssen wir daraus lernen. Ich glaube, in dieser Handball-Bundesliga, spätestens die letzten 2 Jahre, ist es halt so, dass du bis zum Ende kämpfen musst und dass es nicht reicht, 20 Minuten oder eine Halbzeit durchzuziehen, sondern das muss man bis zum Ende bringen. Jetzt fahren wir am Samstag nach Kiel und ich glaube, wenn wir so spielen wie die ersten 20 Minuten und das über vielleicht 60 werden wir nicht ganz schaffen, aber 58 Minuten hinkriegen, dann hat man auch da eine Chance. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir daran glauben, dass unsere Fans daran glauben, dass es brutal schwer wird, wissen wir auch. Dass das eine Mannschaft ist, die momentan wahrscheinlich die beste Mannschaft in Deutschland ist, auch klar. Aber wir fahren dahin, wollen was mitnehmen und wünsche jetzt Leipzig einen guten Nachhauseweg, gute Restsaison und Ihnen einen schönen Abend. Danke. Dankeschön, Olli. Dann wären wir bei Fragen, wenn es welche gäbe. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich auch Dankeschön, schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal unseren Gästen einen guten Heimweg. Ciao.